Er ist so schnell. Also ein Wintergast. Ist der Kermit, der ist da geblieben. Der Stieglitz. Also er kann selber fressen. Gott sei Dank. Hat die Kanaris mit drin, damit er nicht alleine ist. Aber das ist nicht gut gegangen, weil ja, Kermit ist halt auch ein Hahn. Und hat dann die Kanaris, ja, die haben sich nur gezopft, weil bei den Kanaris war auch ein Hahn dabei. Was kriegt er zu fressen? Tatsächlich das Futter, was halt Stieglitz hier so fressen. Das sind so Grassamen, spezielle, oder Blumensamen, die ich ihm da rein tue. Ab und zu kriegt er auch so Apfelschnitzeln, aber die mag er gar nicht so gern. Was er dann immer tatsächlich zerlegt. Und auch, also er frisst nicht unbedingt, aber er zerlegt es, was auch gut ist. Yeah, die Hirse sieht dann so aus. Da ist nicht mehr viel dran. Aber das meiste liegt da drin. Manches zerlegt er, manches. Das meiste lässt er so flacken. Das meiste lässt er so liegen. Und auch da verteilt er mehr, als dass er frisst. Aber er kommt wohl gut klar, denn ich muss ihn nicht mehr füttern. Und im Frühjahr kann der raus. Der Schnabel bleibt schief. Wird nicht mehr gerade wachsen. Sieht man jetzt ein bisschen. Kermit. Er kommt damit klar. Jetzt will er nicht runter. Und das ist das Wichtigste. Früher kommt er dann raus in die Voliere. Und dann darf er raus. Das gleiche ist mit dem Star. Ist auch ein Wintergast. Der hatte dieses ganz schwere Anflugtrauma. Hat sich jetzt so weit vorgekämpft oder hochgekämpft, dass er, hochgekämpft, ja, regelrecht, dass er einigermaßen fliegen kann, aber für den Zug in den Süden war das jetzt halt nicht genug. Also das würde er noch, hätte er jetzt auch nicht mehr geschafft. Und der kann halt im Frühjahr auch raus. Wird auch erst in die Voliere rausgehen und dann halt ganz raus. Das ist immer noch nicht ganz okay, aber ich lasse ihn jetzt hier auch dieses GS, dass er durchlaufen muss, dass er ein bisschen einfach sich sehr viel gymnastizieren muss oder kann. Ab und zu lasse ich ihn fliegen, aber es ist halt dann muss ich ihn immer wieder einfangen, das ist nicht so toll. Es ist halt auch Stress dann wieder. Aber hier, da muss er halt drüber steigen und trainiert so die Muskulatur und seine Nerven, die Koordination viel, viel besser. Da war am Anfang ja gar nichts, jetzt hat er ein bisschen Stress. Lass mal's. Also ich habe heute früh ausgeputzt, der kackt unwahrscheinlich viel. Der isst, füttert die Meisenknödel, die sind mit Obst drin, ganz gern. Und dann kriegt er natürlich Rosinen, Haferflocken, Mehlwürmer sind drin, Heimchen auch. Und Vitamine hat er dann auch im Wasser. Gebadet wird dann in der Küche. Dann muss er sich auch putzen. Er ist in so einem Mesh, in so einer Hundebox untergebracht. Für Schwalben fände ich es jetzt nicht so toll. Aber für einen Specht ist es, für Specht sage ich schon, für einen Specht ist das Ding auch nicht gut. Der macht das nämlich kaputt. Also für ihn geht's. Fürs Gefieder. Das sieht man, er läuft noch ein bisschen breitbeinig. Aber es wird besser. Ja, jetzt frisst der Kleine. Die merken das sofort, wenn man filmt. Aber ist okay, die fühlen sich so weit wohl. Der Star hat mehr Stress als der Stieglitz. Weil Stieglitz habe ich auch früher bekommen, da war er jünger. Aber ist auch nicht zahm oder so. Das ist ganz gut so. Ja, so sieht's aus. Wintergäste. Im Atelier bei mir.
Manchmal ist es halt so. Da kommen bestimmt auch noch ab und zu verletzte Vögel über den Winter. Also bei mir ist das ganze Jahr irgendwie was los.